Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal, wo ihr wieder alle die wunderschönsten Menschen eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr, wir sind angekommen bei heute nicht. Dann haben wir auf jeden Fall noch Bitches brauchen Rap. Ich glaube, das war's. Nee, das war's noch nicht. Wir haben danach noch einen. Wir haben noch Bitches brauchen Rap und noch einen. Soweit ich weiß. Aber erst einmal vielen lieben Dank again für den ganzen Support. Ich habe versucht, mir wieder Namen zu merken. Nicht zu viele, ich will euch auch nicht nerven. I'm sorry. Aber schaut uns an, Lennart. Hat eine Instagram-DM reingehasselt extra, damit er hier erwähnt wird. Dann haben wir Amy, ja, und Svetlana. Zack, habe ich mir gemerkt, beim dritten Versuch gerade auch wieder. Also, schaut uns an euch und dann würde ich sagen, hören wir jetzt rein bei heute nicht. Wie gesagt, ich glaube, einer der letzten drei Songs, die wir uns geben werden von diesem Album. Aber wir könnten... Oh! Digga, gerade sehr gute Idee. Ich dachte gerade, wir könnten noch so Interviews oder Stuff ansehen, aber die werden meistens gesperrt, weil sie viele Fernsehinterviews gegeben hat. Aber Dirty Extra ist rausgekommen. Da sehe ich mich in einem kleinen Taste-Testing. Das wollte ich eigentlich beim originalen Dirty machen, habe ich dann auf Instagram nur so ein bisschen gepostet. Aber wir haben jetzt den Dirty mit 5% Alkohol und da sehe ich mich vielleicht in einem Taste-Testing. Darf man das machen auf YouTube? Oder ist das wegen Alkoholwerbung oder so? Müsste eigentlich fit gehen. Wahrscheinlich dann keine Werbung drauf, aber ist ja egal. Da würde ich mich sehen. Da bin ich gespannt. Machen wir. Hey, das machen wir. Okay, da sehe ich uns. Die sind auch schon draußen, glaube ich. Vielleicht könnten wir das die Tage über dann hinbekommen. Ich freue mich sehr drauf. Schaut gerne rein, was ihr von der Idee haltet. Würde euch das interessieren oder eher weniger. Und dann würde ich sagen, schauen wir jetzt rein bei heute nicht, Freunde. Ey, ich habe gestern Nacht bis um 2 oder 3 Uhr nachts Kommentare gelesen wieder. Es war so schön, Mann. Ich habe sogar in ein, zwei Kommentaren gechattet mäßig mit euch. Da weiß ich noch, fuck man, ich weiß leider nicht. Celine. Ich glaube, Celine ist richtig. Celine oder Selina? Ich weiß nicht, ob du dieses Video auch sehen wirst. Die hat auf jeden Fall geschrieben, sie macht gerade eine schwere Phase durch und hat sich voll über die Reaction gefreut. Und dann habe ich auf den Kommentar direkt geantwortet, als ich den gesehen habe. Dann hat sie ihn aber nochmal bearbeitet und hat geschrieben, Bro, what the fuck, wie schnell antwortest du? Ich habe den gerade noch bearbeitet. Und weil ich das vorm Einschlafen liebe, vorm Einschlafen bin ich safe eine Stunde. Hat keiner gesehen, okay, das schneiden wir raus. Hat keiner gesehen. Bin ich safe eine Stunde so am Kommentare lesen. Und dann habe ich einfach Good Vibes vorm Einschlafen. Voll schön. Okay, jetzt habe ich doch wieder sehr lange am Anfang geredet. I'm sorry. Wir hören rein bei heute nicht. Let's go. Freunde, der zuckerfreie Red Bull wurde wieder geöffnet. Ihr wisst, was das heißt. Heute wird eine gute Reaction. Heute nicht. Oh. Oh, ja, ja, ja. I remember. Das ist der, der hat mich an Fliegst du mit mir, glaube ich, ein bisschen erinnert. Vom Vibe her. Im Snippet schon. Ich glaub dir kein Wort mehr heute nicht. Ich lieb's, dass wir direkt wieder mehr Gesang haben. Geil, wie schön du lügst heute nicht. Ich weiß, du machst ein Ding auch ohne mich. Heute nicht. Oh, auch hier gerade schon wieder diese Mini-Kleinigkeit, wie sie sagt, heute nicht. Wie dieses nicht so ausläuft am Ende. Voll schön. Ein Ding auch ohne mich. Achtet jetzt drauf. Das ist so ein Batman-Ding, hast du Spaß, während ich für dich nachts wach bin? Oh, okay, also der kam jetzt ja auch direkt nach Dior Sauvage, was die perfekte Überleitung dazu ist, wo sie eben quasi dasselbe Thema aufgreift, nur nochmal aus einer anderen Perspektive jetzt beschreibt, würde ich sagen. Was voll nice ist, weil man sieht, dass wirklich der rote Faden sich durch so dieses Album durchzieht. Ist das so ein Batman-Ding, hast du Spaß, während ich für dich nachts wach bin? Auch wieder die Adlibs hier, dieses E. Ist das so ein Batman-Ding? Hast du Spaß, während ich für dich nachts wach bin? So ein Chris Brown-Ding. Sagst du, bist mit deinen Jungs, doch bist mit Frauen-Dings. Und Jessica, oh, Bro. Ding, Emily-Ding. Oh, dass sie alles hier mit Ding sagt, finde ich auch nice. Weil dieses Ding beschreibt für mich so diese ganzen Ausreden, die der Typ dann immer gefunden hat. Ach nee, das ist so ein Jungs-Ding, da bist du nicht dabei. Nee, sorry, heute ist so ein Fußballabend, so ein Fußball-Ding. Sorry, heute ist so ein Ding. Heute ist Club-Night-Ding. Sorry. Und dann immer diese Ausreden, was aber eigentlich damit gemeint war mit, ey, ich chill mit einer anderen. Und das beschreibt sich immer diesem Ding. Ist das so ein Ding? Oder ey, ist das wieder so ein Ding? Willst du mir wieder dieses Ding erzählen oder ist das jetzt wieder so ein Ding? Frauen-Ding, sagst du bist mit deinen Jungs, doch bist mit Frauen-Dings. Und Jessica-Ding, Emily-Ding. Auf der Straße, die Hallo sagen, doch kennt sie nicht, Ding. Oh mein Gott. Auf der Straße, die Hallo sagen, aber du kennst sie nicht, Ding. Bro, holy, okay.
Krass, Mann. Wieder sehr, sehr persönlicher Song. Aber diesmal anderer Vibe als bei Dior Sauvage. Ganz anderer Vibe und ganz anderer Sichtpunkt. Dings und Jessica Ding, Emily Ding. Auf der Straße, die Hallo sagen, doch kennt sie nicht Ding. Schlafen wollen, doch auf Party gehen Ding. Ein auf den die Freundin wartet eh Ding. So ein Foto. Och, Bro, das ist ganz widerlich. Ein auf den die Freundin wartet eh Dings. Bei ein auf den merkt man auch, dass sie aus Hamburg kommt. Finde ich sehr krass. So dieses ein auf den ist in Hamburg ja so sehr... Dieses ein auf den, weißt du, ein auf den. Das ist hier im Umkreis sehr präsent. Du's posten, ohne mich Ding, die gehen Ding. Ein auf den, die Freundin wartet eh Ding. So ein Fotos posten, ohne mich Ding. Obwohl du niemals ohne mich bist. Oh, geiler Flow. Sehr guter Flow. Ding, so ein Fotos posten, ohne mich Ding. Obwohl du niemals ohne mich bist. Sad oder main chick Ding. Ride or die oder basic Ding. Heute nicht. Boah, wunderschöner Einstieg in die Hook. Auch diese orientalischen, nee, eher spanischen Vibes so ein bisschen im Beat. Ich glaub, ihr kämpft auch mehr heute nicht. Egal wie schön du lügst, heute nicht. Auch wie sie sagt, egal wie schön du lügst, was ja eigentlich so ein Gegensatz ist, etwas, was sie beschreibt, etwas Schönes, aber es geht um eine Lüge. Egal wie schön du lügst, also egal wie schön du diese Fantasie in meinem Kopf spielen lässt, egal wie schön dieses Bild, was du versuchst in meinem Kopf einzupflanzen, auch ist, heute glaube ich dir nicht mehr. Heute nicht. Heute sehe ich das losgebunden von meiner Emotionalität und sehe es einfach rational und sehe, nee, heute nicht. Das war's. Ab heute nicht mehr. Heute bringt dieses Bild, was du versuchst, in meinen Kopf einzupflanzen, nichts mehr, weil ich hinter die Fassade sehen kann und merke, ey, nee, das ist es einfach nicht. Ich weiß, du machst dein Ding auch ohne mich. Auch dieser Satz, ich weiß, du machst dein Ding auch ohne mich. Ob ich da bin oder nicht, für dich ändert sich wahrscheinlich eh nicht viel, so, weil du ja eh vorher schon das und das und das und das ohne mich gemacht hast. Heute nicht. Heute nicht. Wunderschön, wie sie es nochmal drüber singt. Also wirklich sehr, sehr krass, dass wir hier quasi ab der Hälfte des Albums sehr viele emotionale, nachdenkliche und Songs mit viel Gesanganteil haben, was ich nice finde, weil es einfach so direkt das Album nochmal aufwirbelt und man quasi die eine Hälfte hat, so mit Lieben wir und mit Dings, das darf ich, sie darf das, oder wie heißt denn der Song? Ich darf das, Bro. Mit Lieben wir und ich darf das, so sehr welche haben, die so voll auf Rap-Ding gehen und auf diese Attitude haben. Und jetzt ab der Hälfte so ein Cut mit Dior Sauvage und mit heute nicht, so ganz andere Richtung, aber halt trotzdem wie so ein roter Faden. Man sieht diese Entwicklung von ihr als Person im Album krass. Ich weiß, du machst ein Ding auch ohne mich. Heute nicht. Ich werde ein Everything, put a ring on it, Ding. Hayatim, Ding. Family, Ding. So ein wir beide gegen alle Enemies, Ding. Du und ich. Mary Meeting. Oh, Bro, das ist heavy. Das ist heavy. Ich glaube, der Part war am Snippet ein bisschen zu hören, wenn ich mir gerade sicher, wenn ich mich recht entsinne. Mega nice, dass ich ja auch wieder eben auf Ding, Everything rhymt zum Beispiel. Und so ein Marry Me Ding. Also man merkt ehrlich, das war ernst eigentlich alles. Ding, so ein wir beide gegen alle Enemies Ding. Du und ich. Mary Meeting. Mal wieder war dein Handy aus Ding. Bro, eklig. Crazy in love, Ding. Liebe macht blind. Warte auf dich, du kommst wieder nicht, Ding. So ein Lieblingsding. Ich lüg nie, Ding, Ding. Oh, Bro. Heavy. Heavy, Mann. Aber ich glaube, gerade in diesem Song bekommt man nochmal die Bedeutung von dem Satz Liebe macht blind. Exakt zu spüren und zu hören, so. Ich warte auf dich, du kommst wieder nicht, Ding. So ein Lieblingsding, ich lüg nie, Ding, Ding. Ich war in einem Meeting drin. Rintintin, du bist up in Smoke, Ding. Rintintin, du bist up in Smoke. Cool, weil Rin hatte den Song Up in Smoke zum Beispiel. Coole Anspielung hier auf. Ich war in einem Meeting drin. Rintintin, du bist up in Smoke, Ding. Ich lass dich los, Ding, Ding. Oh, ich lass dich los, Ding, Ding. Geil. Perfekt. Als letzte Zeile, jetzt kommt nur noch einmal die Hook quasi. Und dann ist der Song zu Ende, haben wir schon noch ein Beat-Outro. Aber so als letzten Satz, ich lass dich los, Ding. Das ist so ein ich lass dich los, Ding. Perfekt. Wow. Ich glaub, ihr kämpft auch mehr heute nicht. Krass. Egal, wie schön du lügst, heute nicht. Ich weiß, du machst ein Ding.
das ist halt das, was ich meinte, dass sie in diesem Album unglaublich viel Personal Stories erzählt, aber auch, glaube ich, für sich selbst viel abschließen kann und den machen kann und sagen kann, bam, bam, das ist jetzt im Album drin und dann weg. Von der Seele geschrieben. Wow. Krass schöner Song. Wirklich krass schöner Song. Und ich lieb's halt, dass der direkt nach Dior Sauvage kam, dass es so aufeinander aufbaut. Ich weiß, du machst dein Ding auch ohne mich. Heute nicht. Wow. Crazy. Crazy, crazy, crazy. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich dachte echt, dass es so. Ich hätte nicht gedacht, dass die beiden Songs so connected sind, aber das finde ich voll schön. Hätte man das Snippet vielleicht schon drauf kommen können oder erahnen können. Aber hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Wie Regentropfen bei einem Sommergewitter. Da habt ihr es wieder, Freunde. Heute wieder sehr tiefgehendes Video hier quasi. Und ultra personal Song, was ich aber richtig schön fand. Wie gesagt, dass er aufeinander aufgebaut hat zu Dior Sauvage. Dass wir eben ihre Sichtweise hier nochmal von einem anderen Standpunkt haben. Und dass sie am Ende gesagt hat, das ist so ein Ich-lass-jetzt-los-Ding. Liebe ich. Liebe ich, dass sie eben abschließen konnte damit und sagt hat, ey, okay, ich lass jetzt los, bam, dann ist es so. Und ja, man merkt halt, dass sie krass ein Album verarbeitet hat, was echt personal ist. Und wo ich immer Respekt habe, wenn sich Künstler und Künstlerinnen so krass öffnen in einem Album und so krass ihre tiefsten Ängste, Sorgen, Probleme äußern oder Stuff, den sie durchgemacht haben und den mit Millionen von Menschen teilen, ist einfach auch mal irgendwie wie so ein Tagebuch lesen von einem anderen, so vom Feeling her, wisst ihr, so sehr personal irgendwie. Gut, hey Freunde, das war's aber mit diesem Video. Ich hoffe, ihr seid immer noch in einem guten Mut, auch wenn das jetzt alles hier ein bisschen sehr ernst war. Deswegen, einmal bitte noch. Ich weiß, es ist manchmal schwer, aber ich gucke euch alle an, gerade dich, Vanessa. Mhm. Und auch Jonas. Ich sollte Jonas grüßen. Fuck, ich sollte Jonas grüßen. Jonas, falls du bis zum Ende geguckt hast, hi. Haut mal kurz nochmal ein Lächeln raus. Ein kleines Lächeln. Zack, zack. Links, rechts, Mundwinkel einmal. Hahaha. So einfach kann es sein. Wir sehen uns morgen spätestens oder heute noch mit dem ein oder anderen Video. Habt einen wunderschönen Tag. Bleibt fresh, so wie immer und ciao.